Schönen guten Morgen an diesem Freitag, der letzte Handelstag der Woche. Puh. Und wir dürfen, glaube ich, ganz zufrieden sein, dass es der letzte Handelstag der Woche ist. Aber für den sehen zumindest mal die Vorgaben gar nicht so schlecht aus. Schauen wir uns jetzt erstmal an, was gestern noch passiert ist. Der Dow Jones weitere 550 Punkte nach unten gesaust. Der S&P 500 57 Punkte, 2%. Und natürlich die Technologiewerte, wenn auch dieses Mal nicht so stark, hat es trotzdem wieder erwischt. Wichtig beim S&P 500. Gestern wurde die 200-Tage-Linie unterschritten. Und mit der 200-Tage-Linie ist das so eine Sache. Die meisten Händler oder diejenigen, die länger an der Börse sind, die lächeln, wenn man die 200-Tage-Linie mit ins Kalkül zieht und sagt, Mensch, da müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen, weil es ein sehr langsamer Indikator ist. Er zeigt lange Trends an. Umso wichtiger ist es natürlich, wenn man dann diese wichtigen Marken nach unten durchbricht, denn das spricht dafür, dass vielleicht irgendetwas nicht stimmt, Stimmungsumschwung, was auch immer. Also es ist in der Regel ein Zeichen, dass sich etwas Größeres verändert. Und dann sollte man das natürlich neben den ganzen kurzfristigen Indikatoren, die ja Trader auch sehr im Fokus haben, sollte man dann diesen langfristigen Indikator auf jeden Fall beachten, weil er spricht, wie gesagt, für einen größeren Trend. So, schauen wir uns mal an Einzelwerte. Oh, das habe ich jetzt natürlich noch schön reingemalt. Schauen wir uns mal Einzelwerte an. Also gestern war wieder Halligalli. Ja, das war wieder große Fete an den Börsen und wir haben deshalb mal ein paar 24-Stunden-Charts mitgebracht. Und jetzt sehen Sie, das ist Amazon. Jetzt sehen Sie, was das für enorme Ausschläge sind. Wir reden hier von 60, 70 Dollar. Also das ging immer mal so um die 3,5, 4,5% hin und her. Und was man hier natürlich auch lernen kann, ist, wo man dann vielleicht einen Stopp legen sollte, wenn man sich trotzdem kurzfristig engagiert. Sie sehen es, runter, abverkauft, dann wieder nach oben und dann hat diese Marke tatsächlich gehalten. Also wenn ich mich in irgendeiner Art und Weise hätte positionieren wollen, also auf der Long-Seite in dem Fall, dann hätte ich natürlich dieses Tief hier oder kurz drunter unter diesem Tief, hätte ich als Stopp genommen und dann versucht, da irgendwie in den Markt reinzukommen. Denn es war ja klar, es würde irgendeine Art der Reaktion geben, dass dieser Freefall, den wir am Mittwoch gesehen haben, sich nicht so fortsetzen würde. Das war, wie gesagt, klar, aber es ist halt insgesamt sehr, sehr ruppig. Schauen wir uns das langfristig mal an. Und da sehen wir, wir sind von dieser 200-Tage-Linie noch ein gutes Stück entfernt, etwa so um die 100 Dollar. Gestern haben wir uns dem Ganzen schon ein bisschen weiter angenähert. Fand ich sehr interessant, weil bei 16,50 hätte ich auch gesagt, okay, das kann man jetzt einfach mal tatsächlich gegen den Trend probieren, weil diese langen Trends dann tatsächlich auch den großen Vorteil haben, dass sie relativ robust sind. Also beim ersten Mal werden die in der Regel nicht durchschlagen. Gerade wenn sie in der Aufwärtsbewegung sind, Test ja, dann einfach durchgelassen werden, eher nicht. Da kann man dann schon mal probieren, hier einen kleinen Trade zu wagen. Gestern war es aber noch nicht so weit, könnte aber natürlich jetzt in den kommenden Tagen oder in den kommenden Wochen trotzdem noch passieren. Jetzt kommt erstmal Q3, also die wichtige Zahlensaison. Schauen wir dann mal weiter. Ach ja, hatte ich gerade vergessen. Die Begründung übrigens immer die gleiche, Handelskrieg und die Renditen über 3%. Sei es drum. Netflix, genau das gleiche Spiel. Schauen Sie sich mal das an, was hier an Ausschlag letztendlich mit drin ist. Wir reden hier von 3,16 hoch auf 3,32. Also das sind schon enorme Schwankungen. 6, 7, 8%, die wir hier Intraday gesehen haben, ist natürlich ein Fest für die Leute, die an sowas Spaß haben. Ich habe an sowas übrigens Spaß, ja, weil dann kann man tatsächlich mal ein paar Dinge ausprobieren. Netflix langfristig, das ist sehr interessant und es zeigt so insgesamt, ich sag ja, mittelfristig, längerfristig, glaube ich, könnten die Probleme kriegen, aber jetzt müssen wir die Q3-Zahlen schauen und wir müssen sehr genau drauf schauen, wie sieht es denn mit dem internationalen Wachstum aus, also bei den Nutzer, bei den Abo-Zahlen. Wird eine spannende Geschichte werden und wir hatten uns ja für die Monster Trades auch long positioniert und jetzt kommen wir sogar noch ein bisschen billiger zum Zug, also könnte ganz spannend werden. Alibaba habe ich deshalb mit dabei, weil es deutlich zeigt, das waren ja die größten Verlierer. Das sind ja eigentlich die größten Verlierer im laufenden Jahr. Der Handelskrieg zwischen Amerika und China hat wirklich den kompletten Sektor massiv belastet. Die Aktie kommt von 211 Dollar, das sind 190 Milliarden Dollar Market Cap, die da mal eben aufgeraucht sind in den letzten Monaten. So, und jetzt gestern ist Folgendes passiert. Aktie hat aufgemacht, dann wussten die Anleger nicht genau, in welche Richtung soll es gehen, wieder ein bisschen abverkauft, aber am Ende hat es sich durchgesetzt, vielleicht doch hier mal ein bisschen stärker long zu gehen und hier diese niedrigen Niveaus dann trotzdem auszunutzen, um nochmal eine Position auf der Long-Seite einzunehmen. Langfristig, und da sehen Sie,
Ja, also auch hier war der Versuch, hat beim ersten Mal nicht funktioniert. So, und dann irgendwann ist er halt trotzdem gefallen. Da war die Stimmung ganz einfach zu schlecht. Hier haben wir den Abwärtstrend. Das lässt sich sogar noch relativ schön kanalisieren. Und das fand ich ganz spannend gestern Nachmittag. Das hatte ich auch geschrieben auf unserer Online-Seite. Es gab eigentlich nur zwei Events, dass Alibaba in kurzer Zeit so stark gefallen ist und sich so stark von der 200-Tage-Linie auch nach unten entfernt hatte. Und das war einmal im September, das waren etwa 15%, und wir hatten hier nochmal 16%. Also diese massiven Abverkäufe schreien regelrecht nach einer technischen Gegenbewegung. Von daher, wenn man irgendwas machen will, dann sollte man wirklich diese Phasen nutzen, um hier zu versuchen, ein paar Prozentpunkte auf die Gegenseite mitzunehmen, weil es ganz einfach wahrscheinlich ist, dass es so kommen wird. Und Sie sehen es hier, und hier haben Sie es ebenfalls gesehen, die Aktie übrigens gestern, währenddem der Nasdaq doch nochmal deutlich gefallen ist, hat Alibaba, glaube ich, weiß nicht, 1,5-2% plus gemacht. Bei Square, ja, ganz, ganz schlimmes Bild natürlich, aber auch da am Ende die Schnäppchenjäger unterwegs, und schauen sich das an, von hier vom Tief bei, naja, es werden so 65,50 gewesen sein, auf 72, da reden wir dann schon mal über 10%, aber das wird relativ schnell zweistellig. Square kommt ja von $100, Zweifel am Wachstum, sehr teure Aktie auch, dann ist der Finanzvorstand gegangen oder hat seinen Abschied angekündigt, relativ kurzfristig. Also das hat so alles ein bisschen auf die Aktie eingeprügelt, beziehungsweise die Anleger haben auf die Aktie eingeprügelt. Es waren halt die schlechten Nachrichten, und es war natürlich ein katastrophales Timing, hatte ich gestern schon gesagt, für so eine Meldung, dass ein Topmanager geht. Wenn der Markt eh gerade wackelt, dann hätte man vielleicht noch mal ein paar Tage darüber nachdenken sollen. Langfristig, ich habe es gerade gesagt, 101,15, und jetzt sind wir tatsächlich bis auf 60, 65 runtergekommen, aber auch hier gilt, bislang hat die 200-Tage-Linie gehalten. Was bedeutet das für den DAX? Der Dow Future ist 300 Punkte im Plus. Es sieht also heute nach einer deutlichen Erholung aus. Es hat sich nichts geändert. Fundamental alles das Gleiche. Wir bleiben weiterhin, die Renditen bleiben weiterhin auf mehr Monats hoch. Wir haben natürlich weiterhin das Problem Handelskrieg. Auch da keine große Entspannung. Könnte aber auch hier jetzt mal zu einer etwas deutlicheren Erholung im DAX kommen. Und vielleicht sehen wir ja tatsächlich wieder die 11,6, 11,7. Wirecard natürlich einer der Spielbälle der vergangenen Tage, aber Sie sehen es, gestern hat sich das schon alles ein wenig beruhigt. Und wenn wir uns das längerfristig ansehen, ist natürlich auch hervorragend gelaufen, darf man auch nicht vergessen. Die Aktie kommt von 200, das ist hier gewesen, und wurde ebenfalls mal, ich glaube, es waren 148, 145, die wir sogar gesehen hatten. Naja, und jetzt erholt sich das Ganze schon wieder ein bisschen. Aber ist natürlich klar, wenn die Aktien so stark steigen, dann wird natürlich das Risiko ganz einfach größer, die Bewertungen werden viel höher, und irgendwann fangen die Anleger an, ihr Risiko zu begrenzen oder Gewinne mitzunehmen. Und dann ist es einfach so. Und jetzt Bayer, ja, die Hoffnung, wir hatten es gestern schon, die Hoffnung, dass am Ende das Glyphosat-Urteil vielleicht gekippt werden könnte. Das beflügelt momentan so ein bisschen die Aktie, aber so richtig mit Speed gehen die Anleger auch nicht rein. Und wenn wir uns das hier anschauen, das sind ja die massiven Abverkäufe bei dem Wert gewesen, dann ist die Erholung tatsächlich, sie ist da, sie ist auch signifikant, man kann das schon also relativ gut erkennen, aber es ist noch keinesfalls so, dass die Anleger der Sache jetzt vorbehaltlos trauen würden. Apropos vorbehaltlos trauen, denn das tue ich meiner Kollegin Viola Grebe. Schönen guten Morgen, sieht ja heute Morgen etwas besser wieder aus. Was gibt's Neues aus Frankfurt? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Also zum einen, das Gewusel im Hintergrund heißt, wir sehen einen weiteren Börsengang in dieser Woche. Wir haben ja schon Westwing gesehen, heute geht dann Knorr-Bremse an die Börse. So viel zum Thema Neuigkeiten generell auf dem Parkett. Was den DAX angeht, hast du ja schon gesagt, eine Erholungstendenz, die wir für heute waren. Immerhin, so ein bisschen hat das ja gestern zwischendurch mal versucht, hat nicht geklappt. Jetzt haben wir an der Wall Street gestern auch gesehen, der Ausverkauf ging weiter. Aber immerhin, heute die Erholungstendenzen, da haben wir zum einen Positives aus den asiatischen Märkten. Hatten wir zwischenzeitlich heute früh noch ein gemischtes Bild gesehen. Da war der Nikkei im roten Bereich, der Hang Seng deutlich im Plus, Shanghai Composite unentschlossen. Mittlerweile haben wir sie dann alle im grünen Bereich gesehen, den Hang Seng eben sehr, sehr deutlich. China-Exporte, also da hat man Positives gesehen. Das hat die Börsen dementsprechend beflügelt. Und wie gesagt, auch für uns sieht es heute eben gar nicht so schlecht aus. Aber
die Faktoren, die uns zuletzt im Griff hatten, sprich die Angst vor Zinserhöhungen aus den USA, die diversen Handelsstreitigkeiten, ein doch immer mal wieder unberechenbar polternder Donald Trump und das Thema Italien jetzt für uns hier in Europa. Das ist natürlich so ein Cocktail, der nach wie vor nicht so richtig gut einzuschätzen ist, könnte also volatil bleiben, auch wenn wir heute jetzt erstmal eine Erholung hier zumindest für den Start erwarten. Und dann beginnt heute die Berichtssaison in den USA mit einigen Banken, die vorlegen. Und je nachdem, was da abgeliefert wird, könnte das natürlich vielleicht ein bisschen von der Nervosität auch wegnehmen und zumindest erstmal ein positives Signal setzen. Und damit vielen Dank für diesen ersten Überblick aus Frankfurt. Wir sehen uns wieder um 14:40 Uhr mit der Indikation für die Wall Street. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.